Sexualität. Gott ist nicht gegen Sexualität. Er hat sie erfunden. Immer wieder kommen Klienten mit dem Thema der Sexualität zu mir. Suchen Antworten auf sexuelle Fragen. Fragen, die sie beschäftigen, sei es Thema männlicher Erektion, Potenz, Partnerin finden, Pornografie, sexuelle Spielarten, Tabus, ja, nein. Und ich glaube, es ist hilfreich, sich mit dem Ursprung von Sexualität zu beschäftigen. Sexualität hat mit diesem Körper zu tun. Dieser Körper, in dem du lebst, ist aus der Sexualität entstanden. Und viele Menschen, die sich spirituell nennen, haben Schwierigkeiten mit der Sexualität, weil sie die Feinstofflichkeit und Subtilität spiritueller Erfahrungen schätzen und diese nicht in Verbindung mit körperlichen Gelüsten bringen können. Aus diesem Grund heraus haben sich über die Jahrhunderte Disziplinen der Askese entwickelt, in Klöstern, in Ashrams, an Orten der sexuellen Enthaltsamkeit. Doch irgendwann auf deiner Reise wirst du dieses Thema wieder anschauen dürfen. Denn so spirituell du bist, so erleuchtet du bist, dieser Körper ist aus Sexualität entstanden. Dieser Körper ist verkörperte Sexualität. Was bedeutet Sexualität? Wörtlich heißt Sexualität Geschlecht. Und da haben wir in unserer Welt 2 bis 3 Stück davon. Ja, also es gibt ja männlich, weiblich und neuerdings gibt es auch divers. Und wir finden übrigens die Sexualität auch ganz stark im Märchen. Die Märchen der Gebrüder Grimm sind eigentlich voller Sexualität und im Rahmen einer Zensur hatte man diese Märchen umgeschrieben, hatte sie kastriert, hatte sämtliche sexuellen Inhalte dort herausgeschnitten, verändert. Es war etwa 1815. Natürlich ursprünglich hatte beispielsweise Rotkäppchen, die rote Kappe war die Menstruation, der Wolf, das war der gefährliche, gewalttätige Mann. Beim Dornröschen spielt das Thema Defloration eine Rolle, bei Rapunzel die Schwangerschaft. Also es gibt so viele Märchen, haben eigentlich eine sexuelle Natur, sind aber kastriert worden und in der kastrierten Form werden sie Kindern weitergegeben. Sexualität, viele Menschen haben ein Problem damit in der Verdrängung der Sexualität. Andere Menschen, die finden die Erlösung in dem zum Teil wahllosen Ausleben oder der Proklamation von Sexualität, zum Beispiel Katja Krassewitze oder wie immer sie heißt. Und eine mögliche Antwort auf Sexualität ist, kannst du sie einfach da sein lassen? Also du bist reine Seele und dein Körper ist quasi Akte 1. Es ist quasi dein Erfahrungsinstrument hier auf der Welt. Und dieses Erfahrungsinstrument in der Welt erfährt sich im Werden und Vergehen und hat ein Körperbewusstsein, das erfahren möchte, das sich entfalten möchte.
Und wenn du dieses Erfahrungsinstrument einfach da sein lässt und sich entfalten lässt und Beobachter bist, dann erlebst du, dass dieser Körper auch die Erfahrungsreise der Sexualität geht, ohne sie zu verdrängen und ohne sie an ihr zu hängen, sondern sie passiert durch dich hindurch. Und wenn du in dieser Form als Beobachter deiner Sexualität bist, dann erkennst du auch diese Verbindung von deiner Sexualität, auch von sexuellen Neigungen oder Spielarten mit etwas in dir. Und wenn du diese Verbindung erkannt hast, dann ist Frieden in deiner Sexualität. Du sagst, aha, bin ich auch. Also dieses bin ich auch gestattet dir Frieden, ohne die Dinge, ohne an den Dingen hängen zu müssen. Nehmen wir mal an das Beispiel Strenge, ja. Jedes Jahr mit Strenge habe ich nichts zu tun. Aber wenn ich Let's Dance schaue und meine Frau will Rosamunde Pilcher schauen und wenn ich dann beobachte, wie ich ins Wohnzimmer reinkomme und sage, alles liegen lassen, Let's Dance anschauen, dann merke ich, oh, da ich habe eine dominante Natur in mir. Hey, so bin ich ja gar nicht im Alltag, doch bin ich auch. Und indem ich sagen kann, das bin ich auch, kann sich das schon wieder lösen? Löst sich auch mein Konflikt mit dem Thema von Sexualität, mit dem Thema von meiner Dominanz und vielen anderen flankierenden Themen? Das heißt, im Spiegel kann die Sexualität uns sehr gut Hinweis geben über Themen, die wir in uns tragen. Und wenn wir damit in Frieden sind, dann können wir unsere Sexualität einfach da sein lassen, wie immer sie sich zeigt oder wie immer sie sich nicht zeigt. Immer wieder habe ich es, dass ein Klient im Coaching sagt, ja, wie komme ich von A nach B? Zum Beispiel jetzt ein Klient, der sagte, ich habe keine Lust auf meine Partnerin. Und ich habe ihn gefragt, wo ist das Problem? Ja, man muss doch. Wenn ich gewahr bin, ich bin reine Seele, ich bin das, was ich in der Essenz bin, das ist jenseits von Sexualität. Es ist ewig, es war immer, es wird immer sein. Und schon die ersten Energiephänomene, sogar Ekstase, gehören schon zum Bereich des Relativen. Und die darf da sein oder nicht da sein. Und in dem Augenblick kann ich damit in Frieden sein. Es gibt nichts Größeres als das Gewahrsein der reinen Seele, des Ewigen, des Unsterblichen. Und dieses Ewige Unsterbliche, das darf in alle Felder, alle Dimensionen gehen. Es ist überall präsent, egal welche Affinität der Körper zu den Erfahrungsspielräumen der Welt hat. Und das zeigt sich sehr schön zum Beispiel in der Karte vom Crowley-Tarot, die Welt, wo einfach in den verschiedenen Elementen der Schöpfung getanzt wird. Es darf alles sein, aber all das bist du nicht. Du bist ewig, du warst immer, du wirst immer sein. Und das Entscheidende ist, nicht an den Erfahrungen und an den Neigungen und an den Eigenheiten deines Körpers, deiner Persönlichkeit zu hängen, sondern quasi dich selbst zu beobachten, wie dein Körper, wie dein Instrument in den verschiedenen Situationen reagiert und dabei Beobachter zu sein und zu bleiben. Und dadurch erlebst du Freiheit im Leben wie im Tod, in der Sexualität wie in der Askese. Und
Du kannst die Dinge einfach da sein lassen. Und indem du die Dinge einfach da sein lassen kannst, kannst du sie wahrnehmen, beobachten, loslassen und bist in dem wichtigsten Augenblick, den es gibt, jetzt.